neben mir Platz genommen hat, Hochwürden, guten Abend. Und der Baumeister, der Papa von Peter, also auch eine der Hauptpersonen im Stück. Jetzt aber zuerst zum Pfarrer. Also mein Pfarrer nicht vom Beruf? Nein. Wie bereitet man sich auf die Rolle vor? Also klar, wahrscheinlich römisch-katholisch, also von dem her kein Problem, wahrscheinlich den ganzen Szenarienablauf eines Pfarrers nachzuempfinden oder wenigstens ansatzweise zu kennen? Es ist ganz sicher eine Aufgabe, weil es viel leichter ausschaut, von unten das anzuschauen, als wie das selber zu spielen und sich in diese Rolle hineinzuversetzen, die man selber gar nicht darstellt. Das ist im Prinzip für zweite Haut. Es gibt ja diese Initiative, dieser Pfarrerinitiative, die sich ja sehr mit dem Thema beschäftigt, dass sich die Kirche endlich öffnen muss zu gewissen Themen, darunter natürlich auch in Bezug auf Homosexualität. Jetzt ist es nur leider so, es sind wenige gegen viele. Wird dieses Stück der Kirche einen Ruck versetzen? Ich hoffe. Ich hoffe ganz sicher, dass das einige wieder das neu aufgreifen und darüber nachdenken, weil es gehört einfach zu unserer Gesellschaft. Es sind alles Menschen und jeder hat einfach seine Gefühle und hat auch ein Recht, zu denen zu stehen. Also auch der Aufruf, dieses Stück vielleicht in anderen Gemeinden zu spielen, in anderen Städten zu spielen, in anderen Bundesländern zu spielen? Auf jeden Fall. Aktueller denn je. Hat dieses Stück selbst überzeugt euch? Auf jeden Fall, ja. Mich besonders als Quereinsteiger, weil ich war ja nicht vorbereitet drauf. Sondern ich habe gesagt, okay, ich probiere das und ich schaue. Und je länger man dabei ist, umso mehr wächst einem das ganze Stück ans Herz. Und man nimmt auch sehr viel für sein privates Leben davon mit. Denkt in gewissen Situationen ganz anders. Ja. So, jetzt kommen wir mal zum Papa. Der arme Papa. Er leidet mit seinem Sohn. Wie, untergegangen, ja, Unternehmer. Jetzt ist es ja wirklich so, dass sich manche Leute einbilden, dass die Homosexualität eines Kindes der Untergang für sie bedeutet. Persönlich die Einstellung? Absolut nicht. Absolut. Na, absolut nicht. Also in keiner Situation. Und wie auf die Rolle vorbereitet, also dadurch das Stück ja wahrscheinlich schon länger im Gespräch ist, wahrscheinlich auch schon länger Gedanken darüber gemacht. Wo die Gedanken geholt? Zwischen den Zeilen. Nein. Das Stück lebt mit dem Text und mit dem, ja, Text zwischen den Zeilen. Das ist die Schwierigkeit von dem Stück. Na, also ich habe auch gesehen, also wie gesagt, das Stück, also besonders die Person, der Vater, der den Sohn irgendwie wirklich aus der Bahn wirft, also der ihn in eine Entscheidung hineindrängt. Also die Person an und für sich schon erschreckend gewesen, oder? Bemitleidenswert eher. Ja. Eher bemitleidenswert. Nicht erschreckend. Armer Hund. Ja. Das Stück selber, welche Wirkung wird dieses Stück haben? Das Stück selber, hoffen wir, dass es die Wirkung hat, dass nach der Schlussszene, nach dem Black, einmal 20 Sekunden keine Reaktion im Publikum ist. Wenn das eintrifft, haben wir ins Schwarze getroffen. Es ist es so, manche Künstler bestehen darauf, nach dem Stück nicht zu applaudieren. Wäre das eine denkbare Variante für das Stück, um genau dieses Gefühl mit hinauszutragen? Sowas kann man dem Publikum nicht aufdrängen. Das muss das Publikum von sich selber ausmachen. Und ich habe das einmal erlebt, allerdings mit einer Zeitspanne circa 20 Sekunden. Dann hat der Erste ganz langsam angefangen und dann war die Hölle beim Publikum. Aber das hat getragen. Also ich bin wirklich verblüfft und ich hoffe auch, dass die Zuseher verblüfft werden von euch. Ich sage Hut ab zum Stück, also überhaupt zur Auswahl des Stückes und dass ihr euch das traut, dieses Thema für euch auch aufzugreifen. Und ich sage danke fürs Gespräch.